Wer hat Angst vor Schwangerschaft? Man ist das blühende Leben. Nee, war ich nicht schwanger. Ach so. War ich nicht eine. Naja. Das ist die überlängerste Zugabe, weil es so toll war. Angezogen. Ich hab zu tun, siehst du ja. Papa, Mama, mein Fuß ist gekommen. Gibt es eine? Wo wollen wir denn? Wo sind denn deine Sachen zum Anziehen? Na komm, dann machen wir dich mal fertig, ne? Völlig zerstört, ey. Was? Zur Schule. Was? Was? Ich gehe zur Schule. Wir gehen alle zur Schule. Wir haben einen Raumkakao. Später aber wieder haben. Ja, nun geh an. Ja. Kann ich einfach irgendwo stehen bleiben? Ich muss schon ordentlich fahren. Ich krieg mal die Panik. Was ist los, Mausi? Hallo? Arzt. Arzt. Wie viel war's denn? 2 Euro. Jetzt Auto essen. Jetzt Auto essen. Jetzt Auto essen. Sollen wir einen Burger essen? Mama,
die denn? Jetzt 11 Uhr, ne? 11 Uhr, ja. Dann haben wir ganz hinter zurückgefahren, was? Was für ein Ding. Naja, so war ich schon auf dem Weg. Aber klar, dass es heute so wird. Was für die Fahrer hin und her und hin und her. Und danach kann man das Auto abstellen und da findet man keinen Parkplatz wahrscheinlich, weil es Freitag. Heute ist Freitag, kein Marktplatz, kein Parkplatz. 48 Stunden Marktag, Köln. 48 Stunden Köln, genau. Haben wir ja auch noch her. Ja. Enthüllung und Fruchtblasenplatz danach. Voll lauter Schreien. Wow. Yay, sieht das scheiße aus. Platsch. Na gut, tschüss. Sieh doch schon. Das merkt schon komplettiert. Kind, wie? Mach dir eigene Ding. Mach dir eigene Ding, ist schon gut. Was soll so machen, was alle anderen sagen? Ist gar nicht so süß, wirklich. So ein liebes Mädchen. Ich hab nur, meine 1000 Eltern, ich hab nur zu ihr gemacht, so. Blumen. Also Blumen scheint es offensichtlich sehr gut geklappt zu haben. Ey, war das schön, ey. Freut mich. Ja. Das finde ich richtig gut. Und ich brauche keinen Namen, Mama. Den Namen musst du nicht einmal anziehen. Wolltest du nicht. Den Namen wolltest du partout nicht annehmen. Er hat den Körper an dir dran. Ja, das gehört da nicht hin. Ne? Jetzt kannst du gehen. Das hast du nicht drauf auf Kamera? Der Pilz ist voll die Leute anschreit hier. Aber die haben auch keine Ahnung. Die werden ja gefahren. Ja, mit einem Autofahrer. Der ist einfach gefahren bei Rot. Die Ampel funktioniert hier nicht. Jetzt müssen die Polizisten den Verkehr regeln. Ein Zeichen geben, wie man fährt. Aber das kennen die anscheinend aber nicht. Krass, ey. Boah, springt ja voll vors Fahrrad. Naja, das ist richtig. Ja, aber. Mama, was habe ich? Du wurdest ja gefehlt, dass er seine Waffe gezogen hätte und drin gezogen. Jetzt dürfen wir. Er steht ja den ganzen Tag schon da, heute Morgen schon der. Ja, stimmt. Der ist halt irgendwann auch nervig. Bei der Hitze, ne? Ist wahrscheinlich nicht der Erste, der so bekloppt. Die sind ja alle überfordert. Die sehen ja die Polizisten manchmal auch ja nicht. Mit Warnweste. Naja.
Das Problem ist ja, dass jeder Hansel heute eine Warnweste, jeder zweite Fahrradfahrer trägt eine Warnweste und so. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen problematisch an der Geschichte. Früher waren halt so Verkehrspolizisten weiß angezogen, komplett in weiß. Echt? Mit diesem schwarz-weißen Stab. Ja, ja. Aber waren die nicht mit auf diesem so einer Hut noch? Erhöhung auf so einem Podest? Ja, und in der Mitte war, oder auf so Podesten standen die. Bei größeren waren es ja zwei, bei größeren Kreuzungen. Na, hier sind es ja zwei. Ja, ist ja nicht mal eine größere Kreuzung, aber muss halt so sein. Das ist nicht. Ja, ein Polizist kommt da damit nicht klar, auch sicher. Ja, die Mama von Noah ist durchgefallen durch die Verprüfung. Sie meinte, ah, sie hat ein Stoppschild übersehen, aber sofort aus. Ja. Kannst du gleich aussteigen. Stopp ist tot. Ja, ja, genau, hat sie auch gesagt. Hat sie nicht gesehen, hat sie nicht gehalten, war vorbei. Gut, machen Sie, fahren Sie rein, machen Sie Motor aus. Steigen Sie bloß aus. Machen Sie das fortkommen. So, manche probiert es wieder. Schuhe. So, wir gehen jetzt zur Ausstellung. Jetzt noch ein Foto von mir und ein Foto von Wolfgang zu sehen. Und noch von anderen Leuten aus dem Kiez. Schauen wir mal. Damit. Guck hier auf den Boden. Ja. Naja, mal sehen, hier lang. Ah, oh, ich sehe noch gar nichts. Ei, ei, ei. Fahrradwerkstatt Thomas Müller. Das sind jetzt? Kenn ich gar nicht. Moin, Wolfgang. Moin, ich dachte, dennoch war schon weg. Wie weg? Weil der Laden heute zu war. Nee. Das hat einen anderen Grund. Nee, alles gut. Nee, nee. Na Mensch, na gucken wir mal. Nee, nee, lass mal. Guck mal, Backer. Ali war nicht da, sagt sie. Er muss. Ah, nicht auf den Bauch so fallen lassen, bitte. Mama, ich hab Hunger. Okay, ja, ich hab's gehört, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, wird schon los in den. Willi sagt so. Hallo. Moin, ne? Dankeschön. Hi. Oh. Ja. Ist noch da. Bei der Hitze, Mensch. Ja. Das ist echt schön.
Ja. Okay. Also mein Name ist Christopher Abt, ich bin Verwaltungsleiter der AJB GmbH. Die AJB GmbH betreibt diesen Garten und ist halt total glücklich, Sie alle hier so begrüßen zu dürfen. Grüß dich. Ich meine das selber an. Ich dachte, ich hab das selber an heute. Wollt ihr abmachen? Ja. So, mal. Mal. Mal ab. Ab, ab. Der graue Mann. Was schwarz. Fällt man alles sein, wenn... Wo stelle ich meine Füße auf? Papa! Achso, das sind die da drauf, Skadi. Na, fast richtig. Wer ist denn da auf dem Bild? Unser Tommy. Unser Tommy. Können wir nach Hause? Nein. Ja. Ich bin schon mal zu Hause. Ja, das ist natürlich gut. Papa, jedes Kind darf sich ein Tuch aussuchen. Nimm doch Papas Tuch. Nimm doch. Der Philipp. Der Philipp. Die Schornsteinfeger haben das verbiegt. Wollt ihr euch auch ein Tuch aussuchen? Ich habe gerade gesagt, die Kinder dürfen sich ein Tuch aussuchen. Wollt ihr euch auch eins aussuchen, was euch gefällt? Aber das fehlt unser Papa. Willst du auch ein Tuch aussuchen, was dir gefällt? Guck mal. Ja, Papas Tuch, siehst du? Wunderbar. Na, Wolfgang, alles gut? Ja. Freust du dich? Ja. Ja, ich ja. Mit ihm zusammen, ja, na klar. Und der Familie und natürlich. Und der Frau. Warte, ja, die Frau. Ah, die Frau gehört dazu. Ja, Frau gehört dazu, Kinder gehören dazu. Nicht alle, aber endlichste. Die Ecke hier, das sind wir. Da kommt mit drauf zum Papa und zum Mann. Papa Dreh. Warte, ich möchte mit am Bauch stehen, das phänomenal, das Foto. Ich möchte da direkt drauf. Ist aber egal, ich halte die Hand da drüber. Anna! Ich glaube, ich habe es. Der Fell. Super. Ein Baby. Mit Leckerfleck. Ja, das hält alles auf dem Bauch. Ist doch egal. Ja. 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 Ja
Danke. Papa? Warte, Papa. Gute Woche. Danke. Und wir gehen weg. Und wir sind zu Hause. Ja. Und du bist der Keller. Eigentlich bist du Arbeit. Ich mache noch ein Geist. Dann habe ich den hier und dann hier. Sieht schön aus. Guck mal, sie ist. Papa, ich habe deine Augen gesehen. Komisch aus, oder? Papa? Dann gehen wir ein Papa nach Hause, Papa. Da hier. Ist da noch nicht so viel drin? Bestimmt nicht. Aber schreibt gerade. Schreib du mal für mich. Jetzt musst du alle euren Namen schreiben. Willst du nochmal? Ach Mann. Halt mal fest hier. Warte mal, jetzt habe ich gerade meine Hände voll. Warte da, los. Da unten. Ecke. Sehr gut. Sollte man das da machen? Also man muss nicht, aber man kann. Fakt ist, das war der Tag von heute. Da ist ja nicht viel passiert. Ja, Probeschultag von Lumen, den haben wir sehr gut überstanden. Ich hab den gut bestanden. Den haben wir auch gut überstanden und Lumen fand den sehr toll. Ja. Und du hast dir auch gefilmt, wo wir im Klassenraum waren. Aber da fand ich sehr so. Den Probeschultag fand ich sehr toll. Ja, der war toll, ne? Ganz toll. Ich saß neben einer Lehrerin. Ganz Frau Paul. Na gut, also wie gesagt, ich fand den Probeschultag toll. Das hat dir Spaß gemacht. Und jetzt waren wir noch bei dieser Ausstellungseröffnung und das war natürlich auch schön für uns. Und das war ein ganz ruhiger Tag heute mal. Das muss ja auch mal sein. Also gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Alle zusammen. Also vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Wie gesagt, es wird ja immer knapper, es wird immer enger. Und ich bin morgen erstmal geplant im Laden. Und dann werden wir sehen, was so passiert. Ne? Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt Tommy und in Vertretung für die Familie auch. Bleibt schön dran, wie ihr sagt. Seid so gut, Daumen hoch, Kommentare schreiben. Nicht vergessen, bitte. Das ist wirklich wichtig, offensichtlich. Eine Bewegung muss sein auf dem Kanal, sonst schläft ihr ein. Ja. Also, ich gebe alles. Bis dann. Ciao, euer Tommy.